Und das war's dann damit. Okay, das Flugzeug startet. Jetzt muss ich mich um die anderen kümmern. Ach, verdammt. Okay, irgendwie lief es gerade eben besser. Okay, nochmal laden. Der Flughafen. Erst die Jungs so weit weglocken, dass ich sie töten kann. Warum hältst du hier an? Keine Ahnung, der Wagen will einfach nicht. Okay, das müsste eigentlich funktionieren. Ich darf eben nur nicht zu nah ans Flugzeug ran. Oder ich laufe einfach hier durch und ignoriere die Nervensägen da. Und dann müsste ich das eigentlich ja hinkriegen. So, jetzt schießen die gleich auf mich. Jetzt haben sie schon angefangen. Okay, das war sehr interessant zu sehen. Was zum Teufel ist los? Warum hältst du hier an? Keine Aber Ahnung, ich kann die Maschine schädigen, das ist schon mal gut. Die Frage ist einfach, ich hatte denen das volle Leben schon abgezogen. Also an sich, und eigentlich müsste der ja sterben. Also das Flugzeug müsste abstürzen, so an sich. Wenn man mit so getroffen wird von der Schrotflinte. Danach noch mit der Thompson abgeknallt wird haufenweise und eine komische Sache. Ach komm, steig ein. Und jetzt nimm die Thompson! Versuch sie abzuknallen! Ich hab doch die Thompson. Wieso fährt er jetzt nicht? Komm schon, Schrotthaufen! Halte durch! Gut. Das hätten wir schon mal. Das ist jetzt echt strange. Beide Triebwerke brennen. Und ich kann praktisch auf nichts mehr schießen. Was irgendwie noch... Hä? Sam, schieß! Bastard! Was? Wie soll das funktionieren? Verdammt, Polly! Ah. Wow. Ja. Na, ja. Also. Wie hast du das Auto repariert? Frag besser Sam. Warum bist du nicht Mechaniker, Sam? Der Job ist mir zu schmutzig. Dafür lieber Leute abschießen. Oh mein. Ich dachte schon, die würden wieder abhauen. Ich frage mich, warum es davor nicht geklappt hat. Naja, was soll's. Können wir nochmal kurz beim Zeppelin vorbeischauen. Sekunde, ich habe ja immer noch die Thompson. Wieso kann ich denn während der Fahrt nicht zielen? Ach, verdammt. Normal kann ich das doch. Echt blöde Nummer. Da war doch noch so ein Anzugträger. Hier in der Nähe. Oder etwa nicht. Ja, da ist zumindest noch die Waffe. Vielleicht hat der Anna den ja umgehauen. Wer weiß das schon. Oh. Okay.
Ja, ich glaube, wir fahren erst zu Luca. Wieso kann ich denn jetzt nicht die... Komisch, ich kann gerade nicht mehr die Karte aufrufen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber... Ah, vielleicht weil ich nicht im Dings bin. Genau. Ich bin eigentlich nicht auf der Karte drauf. Jetzt kann ich wieder gucken. Ja, da komme ich ja gerade vorbei. Warte mal. Ich muss mal. Wow, ha. Glück gehabt. Jetzt weiß ich zumindest, wo ich lang muss. Also so lahm ist die Schüssel gar nicht. Sie braucht nur ewig zum Beschleunigen. Okay. Dann ist die Frage, welche Abzweigung? Die nächste. Na, schade. Das funktioniert hier leider nicht. Das ist eben kein Autorennspiel. Sondern einfach nur ein Mafia-Spiel, wo du hin und wieder mit dem Fahrrad, wollte ich schon sagen, mit dem Auto durch die Gegend gurkst. Sollst du wohl auch eher laufen, aber... Hey Tom, ich bin kaputt. Lass uns vor der Bar raus und komm dann später wieder. Ja, klar, weil ich erst noch... Wieso kann ich denn... Ach, da ist er. Ich hab noch zu tun. Ich komm dann später vorbei. Das ist ja praktisch. Der hat doch Leben da. Was ist denn da noch? Irgendwie... Da, dieser Zwischenboden. Sieht ein bisschen komisch aus. Kann ich eigentlich den mitnehmen? Ich glaube nicht. Doch, kann ich. Cool. Gehen die zwei anderen da auch rein? Ist ja eigentlich egal. Auf jeden Fall bin ich jetzt in einem schnelleren Wagen unterwegs und die dürfen mir hinterher rennen. Das ist nicht schlecht. Jetzt müssen die mir hinterher rennen. Und das machen die ja auch. Was ist das? Ach so, der Hydran, den ich zerlegt habe. Deswegen hubbelt das auch immer so. Weil du das Ding einfach komplett abfährst. Cool. So, wie war das? Das war, ist der erste aerodynamische Wagen, der produziert wurde? Pi mal Daumen. Ein Ford noch was? Ah, ist ja egal. Ja, ich habe gerade überlegt, welchen Weg ich fahren soll. Aber ist eigentlich relativ klar. Ups. Beinahe die Ampel mitgenommen. Die Laterne. Oder Ampel. War das eine Ampel oder eine Laterne? Was klopft hier bei mir in der Wand? Wieso ist jetzt hier nicht mehr gesperrt? Okay. Merkwürdige Sache, aber was soll's. Gut. Erstmal muss ich die Jungs vor der Bar absetzen. Okay. Das hätten die mir auch mal früher sagen können. Rechts, links und dann nochmal halb rechts, so, und dann ist die Bar da. Oh Mann, oh Mann. Die Frage ist, wo bleiben meine, wo sind die Jungs, die mit mir unterwegs waren? Steige ich mal aus, mal sehen, ob sie dann angerannt kommen oder ob die noch